Hallo und willkommen zu einem neuen Format und zwar zu Wokipedia. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mir gedacht, wir bauen so viele tolle, lustige Sachen und das baut man ja alles mit einem gewissen Hintergrundwissen. Und ja, als ich letztens ihr erinnert euch hier an diese wilde Schalltafel, als ich letztens so begeistert von Transistoren und Logik und binären Systemen und digital erzählt habe und, habe ich mir gedacht, dieses Hintergrundwissen haben ja gar nicht alle. So, und jetzt weiß ich ja aus ziemlich sicherer Quelle, dass einige von euch ja auch noch zur Schule gehen oder sich einfach noch nie Gedanken um so einen Kram gemacht haben, sich aber vielleicht doch dafür interessieren. So, und für diejenigen, die sagen, hör mal, wie funktioniert so ein Computer überhaupt hier? Schnickschnack, digital, System, bla, keine Ahnung. Für die möchte ich jetzt mal so ein bisschen ein paar Grundlagen einfach erzählen, dass das Ganze begreiflich wird, dass man so ein bisschen weiß, was passiert da überhaupt die ganze Zeit, wenn man hier jetzt am Computer sitzt und lustige Sachen macht. So, also, was ist ein Computer oder was macht ein Computer? Ein Computer arbeitet digital. Wir leben ja in einer digitalen Welt und dieser Begriff digital, was verbirgt sich dahinter? Also digital heißt ja im Prinzip nichts anderes als Striche und Nullen. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Also die digitale Sprache besteht aus, wie man so schön sagt, Bits and Bytes. Ne? So, also kleinste Größe, die wir haben, ist im Prinzip ein Bit. So. Der Bit oder das Bit ist die Grundlage der digitalen Welt. Wie misst man ein Bit? Wie sieht ein Bit aus? Also ein Bit ist im Prinzip die Unterscheidung zwischen ein Wert und kein Wert. Also 1 und 0. Kann man sich bildlich vorstellen wie ein Lichtschalter. Ein Bit ist die Unterscheidung zwischen Licht und kein Licht. Also im Prinzip nichts anderes wie hier. Ich drücke auf Lichtschalter, ist eine 1, ist Licht an. Ist eine 0, ist Licht aus. Das ist im Prinzip ein Bit. So, also ein Bit kann zwei Informationen speichern, nämlich gar keine oder eine. So. Und ja, was mache ich jetzt mit so einem Bit? Da sind ja nur zwei Möglichkeiten, die ich habe. Ne? Wenn man sich jetzt mal überlegt, hier so, wir kommunizieren mit Zahlen und Buchstaben. Da habe ich ein Alphabet, das hat jede Menge Buchstaben. Wir haben unendlich viele Zahlen. Wie kriege ich jetzt aus einer 1 und einer 0 irgendwas hin, womit man kommunizieren kann? Ist ja schwierig, ne? Kann ich ja nicht so. Und jetzt hat sich irgendein schlauer Typ überlegt, wir machen aus Strichen und Nullen ein System. So, das nennt sich dann das binäre System. Wie baut sich jetzt so ein binäres System auf? Also, gehen wir einfach mal zu den Zahlen. Ein binäres System ist ja ein Zahlensystem. So, jetzt hat sich der Mensch im Laufe der Zeit ausgedacht, Mensch, hier um Sachen zu zählen, um irgendwie was zu machen, erfinden wir mal hier Ziffern. So, wir haben ja in unserem Zahlensystem, hier in unserem Zahlen- und Buchstabenkram haben wir ja die Ziffern 0 bis 9, ne? Einstellige Zahl, 0 bis 9, so schön im Bild. Und wenn wir fertig sind mit einer 9, dann brauchen wir eine neue Stelle. Ne? Dann werden die Zahlen zweistellig, das ist dann die 10. Die 10 ist im Prinzip eine 9 plus eine 1. Genau, plus eine 1. Und dann machen wir eine 10 draus, machen wir eine Stelle dazu. Und jetzt können wir wieder bei 1 anfangen. 10 plus 1, 11, plus 2, 12, plus 3, 13, plus 4, 15, 16. So. Sind wir dann fertig? Sind wir bei 19? Dann gehen wir im Prinzip die Zahlenriege von 1 bis 9 wieder durch. Nach der 1 kommt die 2, also machen wir keine 10, sondern machen wir eine 20. So. Und wenn wir dann mit 99 voll sind, dann hängen wir einfach wieder eine Zahl vorne dran, machen wir eine 100. Und dann fangen wir wieder bei 1 an. So, das verschachtelt sich also. Ne, wir haben ein Dezimalsystem,
Also alle 10 Stellen ändert sich das dann immer. Ne? So. Dezimal ist übrigens dann das Wort für 10. Das binäre System hat ja jetzt ein Problem. Jetzt haben wir ja nicht die Ziffern 0 bis 9, sondern wir haben nur die Ziffern 1 und 0. Das sind ja nur 2. Das ist wenig. Ja, also wir haben jetzt hier im Prinzip ein Bit. So, das ist unsere ganze Zahlenreihe. Ein Bit. Wie stellt sich die jetzt im binären System dar? Die 0, könnt ihr euch fast denken, stellt sich dar als 0. Hier mal symbolisiert durch ein Rad. Es ist 0, es ist rund wie eine 0. So. Und die 1 stellen wir jetzt mal als blauer Balken dar. Ist nur 1. So. Und jetzt passiert im Prinzip das Gleiche wie bei unserem 10er-System, aber eben nur mit 2 Zeichen, nämlich 0 und 1, weil mehr Zeichen haben wir nicht. Wenn wir jetzt eine 2 zählen wollen, haben wir jetzt eine 0 und eine 1, dann brauchen wir die nächste Stelle. Das heißt, wir nehmen dann einfach eine 1 davor. Somit ist die 1 und die 0 ist jetzt unsere 2. So. Wenn wir jetzt eine 3 zählen wollen, dann machen wir an die 1 und die 0 wieder eine 1 dran. Das heißt, wir haben eine 1, 1. Relativ simpel, oder? So, und wenn wir jetzt hier mit 1 und 1 voll sind, mehr Nullen und Einsen können wir da nicht unterbringen, brauchen wir noch eine Stelle. Da sind wir bei 4. So, noch eine Stelle, das heißt, wir machen eine 1 und dann wieder eine 0 und noch eine 0. So, jetzt sind wir bei 4. Wollen wir also eine Zahl mehr darstellen, dann gucken wir, nehmen wir die 100, also nicht die 100, sondern die 1, 0, 0, machen da jetzt wieder einen Balken dran. Das heißt, wir sind bei 1, 0, 1. So. Das ist im Prinzip das Gleiche wie bis 10 zählen. Nur in viel, viel kleineren Schritten, nämlich immer nur in dementsprechend Bit-Schritten. Das bedeutet, beim ersten Bit angefangen, 0 und 1. So, wem das jetzt hier gerade zu schnell ging, da kann man auch im Prinzip sehr, sehr, sehr simpel, wie man das in der Schule gelernt hat, schriftlich addieren. So, dafür gehen wir mal hier rüber zu unserer Tafel. Ich habe das schon mal vorbereitet. Sind wir also bei den Zahlen 0 und 1. Das ist ja jetzt einfach, das haben wir schon. Jetzt wollen wir hier oben, genau, wir haben die Zahl 0 und wir haben die Zahl 1. Machen wir ein klein bisschen Platz zwischen. So. Oder fangen wir ganz vorne an. Die Zahl 0. 0 plus 0 ist 0, bleibt also 0. So, 0 plus 1 ist logischerweise 1. So, und jetzt wollen wir zu einer 2. Ja? So, wir haben nur 0 und 1, wollen wir zu einer 2. Die 2 setze ich jetzt zusammen aus der aus dem binären System 1 und 1. So, jetzt machen wir das über dem Strich, wie man das früher in der Schule gelernt hat. 1 plus 1. Machen wir hier schlauerweise nochmal ein Plus hin. Man weiß, wir addieren jetzt gerade. So. Wir sind bei Plus. So. Und 1 plus 1 ist ja nicht 2. Wir haben ja 2 nicht. Wir können ja 2 nicht darstellen. Ne? Und was machen wir, wenn wir beim schriftlich Addieren bei einer Zahl über 10 sind? Ne? Also wenn man jetzt 9 plus 9 auf dem Strich addiert, dann hat man ja 18. Das heißt, man schreibt die 8 unten hin und merkt sich ein oben bei der nächsten Zahlenstelle. Genau das gleiche machen wir jetzt auch, weil wir können ja nur bis 1 zählen. Mehr geht ja nicht. Dann haben wir also 1 plus 1. Wir merken und schreiben also die 0 hin, weil das ist unsere Endziffer. Und merken uns einen auf der nächsten Stelle, das ist der rote Dot hier. Und den schreiben wir dann auch hin.
Das heißt, die 2 ist 1, 0. So, jetzt gehen wir nochmal hier rüber und gucken. Die 2 ist 1, 0. Zählen wir 1 weiter. Jetzt haben wir schon die Zahl 2. Die Zahl 2 ist kodiert als 1, 0. Das wissen wir jetzt. So, das heißt, wir wollen jetzt eine 3 ausrechnen. Das bedeutet, der Computer kriegt wieder die Aufgabe. Wir haben jetzt eine 2. Die 2 ist also 1, 0. Und da soll jetzt einer zu. Also zählen wir dann 0, steht vorne, schreiben wir nicht hin. Also eine 1. Jetzt addieren wir wieder schriftlich, ganz, ganz stumpf. 1 plus 0 ist 1. 0 plus 1 ist 1. Gucken wir mal. Also, Ziffer 3 ist 1, 1. Sehen wir hier. So. Jetzt wird es wieder spannend. Jetzt wollen wir eine 4 ausrechnen. Das heißt, es kommt einer dazu. Dann haben wir jetzt rausgefunden, die Ziffer 3 ist ja jetzt 1, 1. Dafür löschen wir das mal eben hier. Und zählen wieder einen dazu. Also unsere Ziffer 3, 1, 1, die schreiben wir hier unten hin. So. Und oben kommt wieder einer hinzu. Die Zahl 1. Jetzt addieren wir wieder, wie gelernt, 1 plus 1. 2 können wir nicht schreiben, also ist das für uns eine 0. Und wir merken uns ein. Schreiben wir hier hin. Somit haben wir jetzt 0 plus 1 wäre 1. Wir haben hier aber noch einen. Also haben wir im Prinzip eine 1 plus 1. Das heißt, es passiert jetzt das Gleiche wie hier hinten. Wir schreiben die 0 wieder hin. Merken uns einen auf der nächsten Stelle. Und dann haben wir jetzt hier oben im Prinzip wieder die imaginäre 0 plus den einen gemerkten und schreiben ihn hin. So, das heißt, unsere Zahl, die 3, die wir hier ausgerechnet haben, plus eine 1, also eine 4 wird dargestellt in 1, 0, 0. So, sehen wir also, eine 4 wird dargestellt in 1, 0, 0. Zählen wir wieder einen weiter, könnte man dieses Spiel jetzt einfach fortführen. Ihr könnt euch denken und auch ausrechnen, das ist relativ simpel. Wir haben dann also ein Strich dazu zu der 1, 0, 0 und das kann jetzt glaube ich jeder im Kopf. 1, 0, 0 plus ein Strich ist 1, 0, 1. Relativ simpel. So, und das können wir jetzt im Prinzip fortführen. Ne? Die 5 ist 1, 0, 1. Wir zählen jetzt wieder einen dazu. Dann sind wir bei 1, 0, 1. Entweder machen wir es jetzt wieder auf die schriftliche Art und Weise, dann gingen wir wieder zur Tafel und würden es schriftlich addieren. Oder wir machen es jetzt mal im Kopf sozusagen. Das heißt, 4 und 2 Ziffern weiter. Wir gucken also jetzt auf die 1, 0, 0 plus eine 2 ist eine 1, 0. Das heißt, wir haben eine 1, 1, 0. Ganz einfach, wir haben hier drei Stellen. Nehmen diese zweistellige Zahl dazu. Im Prinzip 100 plus 10, wenn man so will. Und dann kommt natürlich 110 raus, also 1, 1, 0. Somit ist die sechste Ziffer 1, 1, 0. Schreiben wir direkt hin. So. Dann wieder einen Schritt weiter. Wir zählen wieder einen dazu. Kann jetzt auch wieder jeder im Kopf. 1, 1, 0 plus 1 ist schriftlich addiert. Und auch im Kopf addiert. 1, 1, 0. 1. So, jetzt kommt wieder ein Problem. Wollen wir jetzt einen dazu zählen, nämlich die 8, fehlt uns wieder eine Stelle. Denn wenn wir das schriftlich addieren würden, ich übermale das jetzt einfach mal, mache hier eine 1 dazu, dann passiert Folgendes. 1 plus 1 ist, ich schreibe das mal hier hinten hin, ich mache es hier drunter. So, 1 plus 1 ist 0. Und einen gemerkten, dann haben wir hier wieder 1 plus 1, ich mache den mal hier drüber, und einen gemerkten, dann haben wir wieder 1 plus 1 ist wieder 0 und einen merken,
Und da haben wir wieder 1 plus 1, das ist wieder eine 0 und einen gemerkten. Und der kommt hier vorne hin und dann haben wir, wie jeder erkennen kann, plötzlich, wie sollte es auch anders sein, jetzt ist es ja leicht zu erraten, schlicht und ergreifend eine Ziffer mehr. Das heißt, aus der 1, 1, 1 wird eine 1, 0, 0, 0. Wir sind also jetzt bei einem Bit mehr. Ne? Und dafür habe ich auch im Prinzip die roten Striche gemacht. Das heißt, die Ziffern 0 und 1 sind ein Bit. So. Die nächste Stelle dazu ist das zweite Bit. Das heißt, mit 2 Bit kann ich schon mal die Zahlen 0 bis 3 berechnen. So, zähle ich wieder einen dazu. 3 Bit haben wir die dritte Stelle. Dann kann ich die Zahlen 0 bis 7 ausrechnen. Das heißt, insgesamt 8 Ziffern kann ich ausrechnen oder 8 Werte, wie man möchte. Oder nicht ausrechnen, sondern kann sie darstellen. So, ganz wichtig, ausrechnen kann man damit viel mehr, aber darstellen kann ich dann 7 Ziffern. Dann kommt wieder ein Bit weiter, jetzt sind wir bei 4 Bit. Mit den 4 Bit kann ich jetzt, wer hat es erraten? Logischerweise, wenn wir uns die Folge angucken, 0 bis 1 sind 2 Zeichen, 0 bis 3 sind 4 Zeichen, 0 bis 7 sind 8, 2, 4, 8. Da erkennt man, es ist immer das Doppelte. Also können wir logischerweise jetzt mit 4 Bit insgesamt 16 Zeichen bzw. 16 Werte, also die Zahl bis 15, können wir darstellen. So, und auch das ist im Prinzip wieder genauso einfach. Das heißt, wir haben jetzt hier, sagen wir es mal in unserer Zahlen, in unserem normalen Zahlenwert, eine 1000, 1, 0, 0, 0. Zähle ich einen dazu, komme ich also auf die 9, dann habe ich, wie soll es anders sein, einfach schriftlich addiert, eine 1, dann sind wir bei einem Wert von 1, 0, 0, 1. So, zähle ich jetzt da wieder einen dazu, gehen wir von der Basis aus, die 8 plus 2, also 8 plus 1, 0, dann habe ich 1000 plus 10 sind 1, 0, 1, 0. Und das ganze Spiel kann ich jetzt so fortführen, wenn wir dann wieder die 8 plus 1, 2, 3 machen. Heißt, ich brauche jetzt gar nicht mehr viel rechnen, ich brauche nur noch zusammensetzen. Der vierte Bit, der Startbit, die 8, ist unser Ausgang, das ist die 1000. Das zähle ich einfach dazu. 8 plus 1, 2, 3. Das heißt, ich mache 1000 plus 1, 1 plus 11. Dann habe ich 1, 0, 1, 1. Logischerweise die 1000 und rangesetzt 1, 2, 3, 4. Dann habe ich 1, 1, 0, 0. So, und wie ihr euch denken könnt, geht das ganze Spiel jetzt so, bis da 4 Einsen stehen, nämlich 1 weiter, 1000 und 1, 2, 3, 4, 5 dran gesetzt. 1, 0, 0 und 1, 0, 1 macht addiert 1, 1, 0, 1. Ne? Verstanden. Hier rausgelöst, das ist eine 5, die 1, 0, 1, wie wir hier hinten sehen können. Und da setze ich dann einfach die 1 von der 8 davor. Das Ganze plus 6, weil wir ja gerade die 5 addiert haben, addieren wir einen mehr, da sind wir bei 14. 8 plus 6 sind nämlich 14, also nämlich 1000 plus 1, 1, 0, also 110. Dann habe ich 1000
110. Und dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Wenn ich 8 plus 7 rechne, dann habe ich nämlich 15. Ich rechne also die 1000 plus die 111. Und dann, wie sollte es anders sein, steht hier plötzlich 1, 1, 1, 1. So, jetzt bin ich mit meinen 4-Bit durch. Jetzt brauche ich 5-Bit. Und dann sind wir bei 16 und weiter. Die 5-Bit sehen dann logischerweise aus, wie könnte es anders sein? Eine 1 mit 4 Nullen. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ich brauche also dann immer wieder nur die Bits ansetzen. Und somit habe ich das binäre System. So. Jetzt wissen wir, was ein Bit ist. Bit ist also die kleinstmögliche, und nicht die kleinstmögliche, sondern das Bit ist die kleinste Einheit in der Welt der Computersprache, nämlich das, was ein Computer kann. Er kann einen Wert geben oder keinen Wert geben. Wie stellt sich das dar? So ein Computer funktioniert mit Strom. Und was ist einfacher, als die Frage zu stellen, Strom oder kein Strom? Somit ist Strom der Wert 1, kein Strom der Wert 0. Relativ einfach. Und dann kommen wir wieder zurück zu der letzten Folge, wo ich mich ja so darüber begeistert hatte, dass es ja jetzt Transistoren gibt, also Logic Block. Und wenn wir uns den Logic Block nochmal genau angucken, der Logic Block unterscheidet im Prinzip nur zwischen Strom und kein Strom. So, nämlich, er hat ja, wie wir ja gelernt haben, zwei Eingänge und einen Ausgang. Oder beziehungsweise einen Schaltweg. So. Und in dem Falle ist das eine gesamte Schaltung mittlerweile, also die hier dargestellten Funktionen, dieses und oder weder noch, nicht weder noch, x oder das umgedrehte, das sind im Prinzip schon Aneinanderreihungen von dem, was ein Transistor kann. Ich versuche euch das in der nächsten Folge mal zu erklären, aber im Prinzip ist es nichts anders als zu unterscheiden, habe ich Strom oder kein Strom, kommt einmal Strom, kommt zweimal Strom und so. Ne? Also er unterscheidet im Prinzip nur, habe ich Strom oder habe ich keinen Strom. So. Und der Transistor in Wirklichkeit, der macht nämlich nichts anders, als wenn er eine gewisse Spannung bekommt. Also wenn ein gewisser Strom reingeleitet wird. Bedeutet, wenn wir einen Schalter betätigen. Ergo, wenn wir zum Beispiel einen Klick mit der Maus machen oder auf eine Taste am Keyboard drücken, ist ja nichts anderes als ein Schalter. Das Klick, was wir hören von der Maus, ist ein Schalter und der lässt Strom durch. Also habe ich plötzlich einen Wert oder keinen Wert. Und dieser Impuls, der löst eine Kettenreaktion aus unendlich vielen dieser Schaltungen, die wir hier gesehen haben. Also eine Aneinanderreihung von unendlich vielen AND, OR, XOR, NAND, NOR oder XNOR Schaltungen. Und wie so eine Verschachtelung dann aussieht oder was die bringt oder wie wir damit vorwärts kommen, das erkläre ich euch in der nächsten Folge von Wokipedia. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.